Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Game. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Guild News Podcast 400 und was ist es dort, 79. Ich danke dir. Bitte schon. Guten Abend. Einen wunderschönen Excelsior, genau. Sollen wir nochmal anfangen? Nee. Nein, wir ziehen das jetzt hier durch. Du, wir haben heute so viele Themen, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Also, das wird halt ein ziemlich langer Podcast. Jetzt habe ich es gejinxt, ich weiß. Ja, guten Abend an alle, die uns zuhören oder guten Morgen, guten Tag, wann immer ihr das offline anhört. Offline stimmt ja eigentlich auch nicht wirklich. Semi-line. Semi-offline. Es ist nicht kein Live-Broadcast, aber Broadcast. Ja, es ist ein bisschen ruhig heute. Allgemein diese Woche. Es gab ein paar Sachen, über die können wir reden. Natürlich gibt es wieder irgendwas auf Amazon, wo sie Werbung machen. Prime Loot technisch. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal Gorik Journal anzuschauen. Das ist ja jetzt die zweite Woche, wo er gesprochen hat, wo man es gefunden hat. Und ansonsten Schwarzlöwen Weekly, da ist die letzte Woche angebrochen. Plus den Mad Sailen haben wir auch noch. Und es gibt eine Ankündigung zur Super Adventure Box. Bin schon sicher ziemlich gespannt, was da drin steht. Ja, gespannt wie ein Flitzebogen, wie es so schön heißt. Sehr schön. Der Spannungsbogen ist geradezu überreizt an dieser Stelle. Ist es mal gut. Es gibt mal eine ruhige Woche. Nächste Woche kommt ja die Super Adventure Box raus. Und da gibt es ja sicher dann Welt 3. Ja, wahrscheinlich. Und viel wichtiger sind die neuen Waffenskins. Ja, Viel wichtiger. Schade, dass wir nicht über Reddit reden dürfen, was wir auf Reddit gesehen haben. Dürfen wir das? Ich glaube, wir dürfen nicht. Das, was ja im chinesischen Client schon eine Woche vorher draußen war. Ach. Jawohl, doch, eigentlich darf dürfen man? Wir darüber. Ja, schon klar. Es ist ja offiziell veröffentlichter Content. Das ist ja nichts, was irgendwie. Ach, das ist gut. Illegal. Weißt du, ich würde nicht sagen, dass das verboten ist. Es ist jetzt nichts, wo irgendjemand illegal irgendwelche Dateien auseinandergenommen hat. Es sind halt Dinge, die halt in China veröffentlicht worden sind. Ja, dann würde ich sagen, dann reden wir damit nachher drüber. Ich finde, das ist gut. Habe ich keine Schmerzen damit, darüber zu reden, tatsächlich, was da in China abgeht. Ja, okay, passt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu den Kommentaren. Gibt es welche? Ja, es gibt einige wunderschöne Kommentare. Wunderschön. Und zwar haben wir einmal, wir haben ja gerade schon mit der Super Adventure Box angefangen, da fangen wir doch mit der Super Adventure Box thematisch an. Da sagt nämlich Marion Seitz: Furchtbar, Super Adventure Box ist noch nie meins gewesen. Kenne ich genügend, die tatsächlich der gleichen Meinung sind. Vor allem Leute, die halt mit Jumping Passes nicht klarkommen. Geht. Aber man muss es ja nicht spielen, ne? Vielleicht ganz interessant für die Erfolgspunkte, aber man muss es ja nicht spielen. Und dann haben wir dann den Gegenpol von Claymore, der schreibt: Ich liebe die Super Adventure Box. Das ist der einzige Content, wo sogar meine Frau so richtig durchsuchtet. Deswegen müssen wir immer warten, bis der Kleine im Bett ist. Dann gibt's Popcorn, selbstgemachtes, romulanisches Ale. Und dann zeigen wir diesem Frosch, wo der Pixelhammer hängt. Wo der Bartel seinen Most hat, oder wie es heißt? Ist, glaube ich, so ist der Original. Ja, irgendein so ein Spruch habe ich noch im Kopf. Aber romulanisches Ale fand ich auch einen schönen Begriff. Also es gibt halt Leute, die freuen sich drauf, andere, die sich nicht drauf freuen. Ich kenne auch einige Leute, die mit der Super Adventure Box halt überhaupt nichts anfangen. Ich finde es halt ganz schön. Und freue mich da jedes Jahr drauf, da wieder einen Zeitvertreib zu haben.
Dann haben wir André Jenrich, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, dass ich seine Videos geguckt habe, habe ich tatsächlich auch die Woche wieder ein bisschen was gemacht, wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte. Und André schreibt, wie cool, dass sich Durzi meinen Kanal angeguckt hat. Das hat mich mega gefreut. Wieder einmal ein toller Podcast, wie immer. Oh, vielen Dank. Und dann haben wir noch von Christian J3 Däumchen. Vielen Dank dafür. Und von Elend ihr Tor. Gott sei Dank die Timestamps. Sonst würde man gar nicht selbst durchblicken, was da alles so in diesem ganzen Podcast passiert. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, gut. Wahnsinn. Fertig. Ach ja. Wo fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Mad Sale an, oder? Der läuft ja noch eine Weile. Der läuft, glaube ich, jetzt dann nur noch nächste Woche? Ja, ja gut, ist ja nur noch bis nächste Woche Mads, also. Ja, vollkommen richtig. Warte mal, ich schwitze mal kurz um. So, wir sind jetzt aktuell in der dritten Woche Rabatt auf Banklagerplatz, Erweiterung dritte, und Lager. Dritte beziehungsweise vierte Woche tatsächlich. Ja, ich weiß, aber ich will jetzt erstmal den ersten bis 23. Mir ja, war gut, klar, 23. Wenn ich das ist ja heute, ne? Also ich glaube, die Leute, ja, die gerade im Podcast dann sich anhören, weil sie auf Spotify sind, werden sie die Sachen nicht mehr bekommen können. Das ist richtig, aber es gibt ja auch ein paar Live-Zuschauer. Ja, genau. Ansonsten, die vierte Woche hat auch wohl schon am Mittwoch, am Dienstag, sorry, auch schon angefangen mit Kleidungssets, die jetzt bis zum 27. Das ist, glaube ich, der Montag, genau, bis zum Montag noch für billig da sind. Das sind anscheinend dann, wirklich alle, wie es aussieht. Dann haben wir vom 24. bis 30. März 25 Rabatt noch auf Charakterplatzerweiterungen sowie Ausrüstungs- und Bildvorlagen. Ich bräuchte, glaube ich, noch einen Ausrüstungsbild tatsächlich. Oh, würde sich anbieten. Dann haben wir noch vom 28. bis 31. März 30% auf eine einzigartige Waffenskins. Und jetzt müsste ich aber nochmal in den nachschauen, denn ich meine, das war ja eine Sache, die sie hinterher nochmal angekündigt haben, dass sie kurzfristig nochmal gesagt haben, ja genau, vom 28. bis 31. März gibt es dann nämlich auch nochmal die schwarze Windrundschüsse im Angebot. Stimmt, ja, weil sie so beliebt sind, bringen sie sie nochmal zurück. Ja, einfach. Das ist ja, einfach. Ich bin ja ehrlich, ich habe mir welche gekauft, also am Anfang des Monats. Ich glaube, das war direkt zum Start. Ja, genau, es war ziemlich direkt zum Start. Ich habe mir tatsächlich welche gekauft, habe sie mir auf die Bank gelegt und gesagt, irgendwann kommt der Moment, da werde ich die anfassen müssen. Da liegen die und da liegen die ganz gut. Okay. Gut. Ja, bin ich jetzt irritiert. Nochmal okay. Vorbereitung für nächste Woche oder wie? Ja, Glubsch hat ja hier geschrieben, SAB ist lieb. Ich mir gedacht, muss ich halt einfach diesen alten Sapoki reinmachen. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich habe die GIFs damals erstellt. Ja, und daher, super. Nächste Woche wird es wieder voll, dann drehen die Leute wieder durch, wenn sie wieder die ganze Zeit die kleinen GIFs sehen. Ansonsten, ja. Was haben wir noch? Schwarz im Wiggly, genau. Ich habe jetzt auch schon ich war tatsächlich mal ein bisschen früher dran. Ich habe jetzt nicht bis zum Podcast gewartet, um mir die Schwarz im Wiggly-Geschichte zu erledigen. Was konnte man diese Woche abgeben? Man konnte am Breed-Erz zum Beispiel abgeben. Ich habe es extra von Reddit gefunden. Es war auf Englisch, aber das macht nichts. Am Breed-Erz, dann, ich glaube, flüchtige Magie müsste es sein. Die richtig. T5 Giftbeutel, die T5 Clown und abgelagerte Holzblöcke müssten das sein. Also ich hatte, glaube ich, so 22.000 Magie-Dinger. Da waren die 250 nicht so. Ja, ich habe das am Breed-Erz genommen. Ich weiß immer noch nichts, was ich damit anfangen soll. Deswegen ist das am Breed-Erz, ist es nicht dafür da, dass man da die Waffen herstellt in Silberwüste? Oder war das was? Ja, das die waren mit dem Harzwaffen da, wo die Käfer drin sind. Ja, so, ich glaube, dafür wird das im Grunde benötigt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich gucke jedes Mal nach, möchte ich die herstellen, stell fest. Alle hässlichen Mächtigkeiten. Also weniger wegen der Hässlichkeit, sondern können wir ein bisschen ein Loch in den Geldbeutel reinfressen. Deswegen denke ich mir dann, heute nicht. Heute lassen wir das. Trockengruppe wäre das übrigens. Ich glaube, soweit ich weiß, habe ich komisch, ich weiß nicht, habe ich die Schwarzlöwendinger bekommen?
Ticket? Ich glaube nämlich nicht. Hast du die vierte? Also ich habe das Ticket bekommen. Ja, ich habe die erste Woche ja verpasst. Dann hat ja Alex gesagt, ist ja kein Problem, du brauchst ja nur 3 von 4. Ach genau, ich habe es aber die Woche gemacht und habe ein schwarzes Ticket und 5 schwarze Figürchen bekommen. Oder ich habe es bekommen und ich bin einfach zu blöd, mein Inventar zu... Gut, ich meine, das ist sowieso messy. könnte es sein, dass ich wahrscheinlich das bekommen habe. Das ist irgendwo jetzt in meinem Inventar verschwunden. Weil die Figuren, das weiß ich, das hatte ich gesagt. Ja, den Erfolg kann ich halt nicht komplett fertig machen, weil ich halt nicht, ich nur 3 von 4 habe. Halt Pech. Aber ich frage mich ja, ob sie sowas wieder zurückbringen. Weißt du, dass dieser Erfolg nicht unbedingt jetzt verschwindet, sondern dass sie irgendwann das wieder mal machen. Also man muss ja sagen, das ganze Ding ist ja, dieses Event war ja nicht großartig angekündigt gewesen. Es war ja einfach da. Es gab nicht mal, in meiner Erinnerung, nicht mal einen Blogpost dazu. Es war einfach da. Ich nehme schon an, dass wir sowas nochmal bekommen werden. Es gibt ja einige Events, die letztes Jahr tatsächlich seltsamerweise gar nicht durchgeführt haben, wie den Weltenboss-Ansturm, weißt du, was ich meine? Oder die Fraktalgeschichte, das Fraktalpendant, wo man wie verrückt Fraktale macht. Das war letztes Jahr gar nicht der Fall, dass man das gemacht hat. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ist ja eigentlich ein relativ einfaches Event anmachen. Fertig ist die Sache, da muss man nicht immer großartig was reinpatchen. Ich nehme an, dass vielleicht dieses Jahr mehr in die Richtung kommen, wie wir das hier haben. Ja, wir hatten ja ziemlich viele Dinge da. Wir hatten ja in dem, ach Gott, in dem Eisbrut-Saga ja, hatten wir ja ziemlich viel. Ja, ich spreche noch jetzt das aber WVW nur vom letzten... extra, ja, der Buff da drauf. Ja, wie gesagt, ich sage ja, ich spreche jetzt nur vom letzten Jahr, da hatten wir das. Wir hatten, glaube ich, mal ein WVW, zu den Allianz-Betas hatten wir einen WVW-Buff gehabt. Es gab auch, glaube ich, mal zwischendrin einen PvP-Buff, glaube ich. Aber diese Weltenboss-Ansturm-Events oder sowas, die gab es halt letztes Jahr gar nicht. Was mich komplett gewundert hatte, weil eigentlich hätte man die jederzeit mal reinpacken können. Stimmt, die hätten wir eigentlich machen können wegen den Steam-Spielern dann. Also natürlich nicht direkt am Anfang, aber vielleicht, keine Ahnung. Im September Wieso nicht? Im September ist ja kein Event oder so, da hätte man das den Leuten nochmal reinschmeißen können. Ist ja nichts, wo du... Ist ja kein Ding, was du neu, wie gesagt, reinpatchen musst. Die Sachen dafür sind da, du musst nichts Neues dran verändern. Die Leute machen es trotzdem wie verrückt, weil es sind einfach Infusionen dabei, die du bekommen kannst, rein hypothetisch. Von daher... Ja. Ja, also guck mal, Klubs schreibt hier noch, man hat 1000 Briefe am Tag bekommen, das hast du anscheinend schon vergessen, weil das zu schockierend war. Ja, aber ich meine halt, es war halt nicht in Form eines Blogposts oder so angekündigt, das hatte mich ein bisschen gewundert. Das war sicher in dem Blogpost versteckelt, wo am Release-Tag kam, haben wir nicht gelesen. Der Blogpost, den es nicht gab. Ja. Es war Sarkasmus. Ist in Ordnung. Lass mich mal kurz nachgucken, wann war das eigentlich? Das war dann der 7., richtig? Das ist der 7. gewesen sein? War da der Release? Weiß ich gar nicht. Ja. Nee, der 7. kann sich. Also, wenn es der 7. war, dann. Am Ashen Metz kam es raus. Nee, warte mal. Von was redest du jetzt gerade? Die Episode kam am Ashen Metz raus. Ja, richtig. Beziehungsweise, nicht am Ashen Metz, am 28. kam es raus. Entschuldigung, am 28. Am 28. gab es überhaupt keinen Blogpost. Es gab einen am 30. Januar, ich Trottel. Also du willst jetzt klarstellen, dass das, was ich gesagt habe, falsch war mit dem Blogpost. Nee, ich will einfach nochmal nachschauen. Ja, das ist ja auch falsch, das war einfach nur Sarkasmus hier. Es hätte ja sein können, dass es doch der Fall war. Und ich habe hier nur Fake News veröffentlicht, deswegen wollte ich hier aber nochmal nachschauen. Aber... Nö, aber es gab ja diese ganzen Briefe bei jedem Mal, wenn du die Karten und so gewechselt hast, kam ja das ganze Ding, das war... Da waren viele nicht so glücklich. So, es ist ein bisschen schwer, das zu verpassen. Ganz ehrlich, es macht auch mehr Sinn, dass man das Ingame irgendwie gesagt bekommt, weil dann kannst du halt draufklicken und weißt, wo du hingehst. Ja, klar, aber es lockt halt auch vielleicht die Spieler rein, die zumindest zum Einloggen, die gerade halt nicht aktiv gibt, was zum Beispiel. Deswegen wundert es mich ein bisschen. Das ist, ja. So, naja. Gut, Van Akkos schreibt auch noch, man braucht halt wirklich alle 4 Belohnungen, um das Maximale zu bekommen. Das sage ich doch.
Nee, weil wir jetzt gerade diskutiert hatten, ob Batzlöwen-Ticket da noch gibt oder nicht. Halt nur 3 von 4 hat. Gut, ist aber nicht dramatisch. Ach, so ein Schwarzlöwen-Ticket kann viel wert sein. Ist okay. Naja. Okay, Gut, ja, dann wie gesagt, holt's euch noch. Also, das läuft diese Woche. Wahrscheinlich wird's dann am Dienstag auch Ende sein und wird komplett rausgenommen, nehme ich mal an. Also, voraussichtlich, schnappt euch das Zeug, Grünstich. Schwarzlöwenfiguren sind grundsätzlich gut, weil man kann ja dann irgendwann später seinen gewünschten Gegenstand, der bekommt, wenn man ein bisschen Geduld hat. Je nachdem, wie er halt da reinkommt. Aber ich habe zum Beispiel mal einen schönen Umhang davon geholt. Bietet sich an, immer ein bisschen Geduld. Ach, mit den Figürchen. Ja. Genau. Ja klar, wenn man die hat, dann lohnt es sich. Gut, ja. Damit hätten wir auch hier den wichtigen Content erledigt. Wir brauchen mehr Off-Topic. Dann ist schon in Ordnung. Jetzt kommt Prime Gaming. Wir machen heute alles durch. Ja, Prime Gaming, ja, schon wieder ein neues Prime Gaming am Dienstag. Ich habe das andere noch nicht mal abgeholt oder so. Ja, ich habe das auch, ich habe es nicht abholen lassen. Ich, wie gesagt, ich bin ja immer so der Mensch, der sich das abholen lässt. Da, ich vergesse das immer, ehrlich gesagt. Ich habe zwar Prime Gaming, aber das ist so. Mich wundert's, das eine Prime Gaming ist abgelaufen, das nächste kommt instant sofort mit rein nach. Das hat mich extrem gewundert. Die wollen wohl da einiges in die Richtung. Einiges in die Richtung nochmal hier Marketing betreiben. Also plötzlich Marketing haben sie für sich entdeckt. Twitch-Marketing. Ja, weil was gibt's? Gibt es alle 4? Gibt es nur einen von 4? Es gibt, glaube ich, alle 4, oder? Also alle 4 Reittier-Jung-Miniaturen, oder? Also, was bekommen wir? Also, erhaltet ihr jetzt ein Reittier-Mini? In diesem Begleit ist euer Lieblingsreittier immer an eurer Seite. Hat nur eins und du kriegst ein Mini darauf. Du kannst dir eines von 4 aussuchen. Da haben wir Schakal, Greif, Raptor und Häschen. Was ist dein Lieblingsstarter-Pokémon? Also, wenn ich mir die jetzt hier anschaue, würde ich definitiv den Schakal nehmen, weil ich glaube, also der Schakal sieht niedlich aus. Der Greif macht mir einfach nur Angst mit den Augen hier. Ja. Der Raptor ist mir ehrlich gesagt zu grün. Und ich glaube, den Hasen habe ich sogar. Habe ich den nicht sogar schon? Ich habe irgendwie schon mal so ein Mini-Ding gehabt. Ich habe alle 4 und strategisch gesehen würde ich den Raptor tatsächlich nehmen. Warum strategisch? Naja, weil man die ja miteinander kombinieren kann. Mhm. Und ich versuche dann einfach möglichst viele Raptoren zusammenzusammeln, damit ich möglichst die ganze komplette, weil es gibt auch einen Erfolg dafür, komplette Raptoren-Reihe zusammenkriege, damit ich diesen Erfolg bekomme. Ich würde an der Stelle tatsächlich strategisch vorgehen. Alles Geld auf den Raptor setzen. Aber wenn euch Gold und so weiter egal ist, nehmt das, was euch gefällt. Also Moment. Ja, ich hab halt, wie gesagt, schon alle 4. Ja, du bist halt wie verdorben, wie der Rest von der Welt. Hauptsache Geld, also schon in Ordnung. Du hast sagen, so sein Gold. Das ist auch Moment, so eine Beziehung. Das hab ich aber nicht gesagt. Also wenn ich halt alle 4 schon hab und einfach gucken möchte, dass ich alle anderen Farbvariationen noch haben will, weil was wirklich nicht billig ist, dann ist das schon so richtig. Jetzt versuche ich halt ein paar Raptoren zusammen. Ja, das ist schon richtig, aber du hast schon andere versucht zu sagen, geht in Richtung Raptor. Nein, das habe ich nicht. Ich Business nicht vor, hier. Geht dann halt alle auf den hässlichen Greifen, ist mir doch nee, bitte nicht, egal. Der sieht furchtbar aus. Der sieht wirklich furchtbar aus. Aber das ist halt einer der Greifen-Skins, die es halt gibt. Der Greif hat was gesehen. Ja. Der Schakal tatsächlich, er ist halt wunderschön. Das Coolste ist ja an dem Schakal, es gibt ja auch die ganzen Reittiere auch nochmal als Rücken. Und ich habe tatsächlich den Schakal-Rücken, den Schakal-Reittier-Jung-Rücken. Und das Ding ist geil, dieser Rücken. Kann ich eben empfehlen. Man kann ja jetzt, glaube ich, alles für Schwarzwim-Figürchen kaufen, was es jemals in der Schwarzwim-Truhe gab. Und das Ding könnt ihr euch jetzt, glaube ich, auch für Schwarzwim-Figürchen kaufen. War ja eine Änderung, die ja vor ein paar Wochen, ja, zum 28. Februar, genau. Genau, wurde man jetzt ja auch schon von Lina korrigiert im Chat. Ah, ja. Ja, ich vergesse das immer, dass das wieder. Der 9 ist auch ziemlich interessant, oder? Im Hintergrund vom Design. Meinst du, er hat irgendwas Neues an, was schon den nächsten Edelstein-Shop. An Teaser. Nee, das glaube ich nicht, aber das ist. Nein, ich finde ihn einfach für doch okay. Ja. Ich habe schon schlimmere Klamotten gesehen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den neuen gar nicht weiter beachtet, weil ich denke, warum musst du überhaupt auf dem Bild stehen? Das verstehe ich schon gar nicht, aber ist okay. Damit man sieht, dass es halt kleine Minis sind. Also man darf sich einen von den Miniaturen auswählen. Wie gesagt, mein Tipp wie immer ist, wenn ihr Freunde habt, die kann Guild Wars 2 spielen, aber Amazon oder Twitch Prime besitzen, einfach mal die ganz nett anstoßen und sagen, hey, willst du mir nicht deinen Prime-Loot geben? Bitte? Warum ist er was wert? Was so? Ja, das kann aber passieren. Ich kann dir sagen, am Ende diesen Podcast werde ich meiner Schwester schreiben, hey, vielen Dank, dass du mir morgen eine Tafel Schokolade mitbringst. Willst du mir nicht vielleicht noch mein Twitch Prime mitbringen? dieses Twitch Prime für mich mit. Bitte schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, super. Ja, so läuft's halt, ne? Jo. Gut. Ja, weil du nie schreibst, muss ich ja immer parallel reden und schreiben. Ja, ich passe einfach auf, was du mit mir redest, ja. Und du hast meine komplette, komplette Aufmerksamkeit. Oh, das ist aber nett von dir. Ja, natürlich. Gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu der wirklich wichtigen News diese Woche, und zwar die Super Adventure Box. Und mein Gott, das sind so viele Infos. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gab einen Beat von Guild Wars 2 auf dem Deutschen, sowie im Englischen und wahrscheinlich auch auf dem Französischen und Spanischen. Und ich lese mal vor. Also, freut euch auf Serven, Bienenhunde und den bockschweren Modus. Nächste Woche beginnt das diesjährige Super Adventure Festival in Guild Wars. Gut, jetzt kommen wir zum Item Watch. Es ist tatsächlich, ich habe gerade mal nachgeguckt auf Facebook, wo ich gefühlt auch schon seit 10 Jahren nicht mehr war. Exakt dasselbe. Schönste ist auf Facebook noch direkt den ersten Kommentar, der angezeigt wird. World 3, I stopped dreaming about it. Ja. Der erste Kommentar, den ich hier gerade noch lese, witzig. Es dürfte interessant sein, ob wir Welt 3 oder nicht bekommen. Ich rechne nicht damit, aber wer weiß. Ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, also nach 10 Jahren könnte man schon mal vielleicht irgendwie was erwarten. Die Gerüchteküche brodeln, würde ich mal sagen. Aber ja, du weißt ja, man darf ja nie darüber reden, aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Aber wir können ja mal nach China gucken. Wir können definitiv nach China gehen. Also das ist ja vollkommen in Ordnung, dass wir über China reden, weil es ja offiziell Release. Also ich habe ja auch den Guild Wars 2 China Client nicht auf meinem PC und spiele das nicht täglich. Genau, und da gibt es ein paar Items, die man ja... Also die Super Adventure Box dort ist an sich noch nicht gelauncht, wie bei uns. Aber es sind ein paar Items schon mal in dem Item-Shop gelandet im Edelschein-Shop. Unter anderem dieses wunderschöne Skiff, wo jetzt alle Inquisitor-Anhänger skiffen gehen können. Ist so ein Katamaran? Könnte man sagen, das ist ein futuristischer Katamaran ist oder sowas? Nee. Das ist halt schon, aber gut, also ich laufe ja auch mit dem Hover-Skimmer rum. Hover? Keine Ahnung, mit dem Rochen komplett aus Maschinenteilen. Synergetic, Hoverboard, keine Ahnung, wie das Ding genau heißt. Genau, aber das ist halt jetzt für alle Inquisitor-Fans vielleicht ein bisschen angehaucht, zumindest jetzt in den Farben. Einfärben kann man das Ding ja, denke ich, auch noch, wie man es gerne haben will. Ich finde es halt mega cool, weil im Grunde hast du hinten so einen Thron, wo dann anscheinend der draufhockt, der das Skiff lenkt, und dann hast du vor dir noch zwei Bänke, wo dann die Leute draufhocken, die mitfahren wollen. Ist vom Aussehen auch mal was komplett anderes. Ach genau, ein Hovercraft ist das tatsächlich, genau, ein Hovercraft. Ist mal was komplett anderes. Auch witzig, dass wir halt mal Informationen erst auf China bekommen, in so eine Richtung. Hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht gehabt, tatsächlich. Ich würde mal sagen, es ist eine Grauzone, weil ich nicht weiß, ob mir überhaupt, ich meine, das ist ja kein Data Mining von daheim. Nee, es ist kein Data Mining. Aber China und unser Klient ist ja trotzdem nicht gleich. Das sind halt offizielle Dinge, die offiziell veröffentlicht worden sind. Also da werde ich mich auch nicht.
Genau, das ist noch ein anderes Ding. Ich glaube, es gibt zu dem Viech hier noch tatsächlich irgendwo auch noch mal Bewegbild. Ich weiß. Ich will aber erstmal das ohne Ding zeigen. Okay. Ist halt, also was wir hier sehen, ist die Belagungsschildkröte als Super Adventure Box Skin. Wir hatten ja schon den Raptor. Hatten wir noch irgendwas anderes aus dem Raptor? Noch irgendwas anderes als den Raptor? Wir hatten nur einen Raptor in Super Adventure Box. Den Raptor habe ich mir auch gekauft gehabt. Ich weiß gerade gar nicht, ob man noch was. Nee, das war wirklich nur der Raptor. Es war nur der Raptor, ne? Es war nur der Raptor und es gibt ja noch einen Super Adventure Box Stuhl. Aber das wäre dann wirklich das zweite Reittier. Super Adventure Box Reittier. Halt eben eine Belagungsschildkröte. Und das Schöne ist, die hat einen kleinen Zylinder aus dem Kopf, die hat ein kleines Monokel am Kopf auch. Die guckt mega glücklich rein und bewegt sich halt so typisch Super Adventure Box mäßig. Interessant ist auch, dass die Kanzel oder wie auch immer man das bezeichnen will, ist auch komplett neu gemacht mit den Kanonen. Was auch nicht selbstverständlich ist bei den Belagungsschildkröten. Es könnte ja vom Endboss sein oder so, die Welt, was man nie bekommt, so für das Schloss zu sein, so ein bisschen oder nicht. Ja, das hat ja so ein bisschen so dieses Sci-Fi Schlossmäßig von dem bösen schwarzen Ritter. Eventuell. Also ist auf jeden Fall cool. Ich bin mal gespannt, das Ding mal in Einsatz zu sehen. Mir gefallen eigentlich auch die Texturen ganz gut, so wenn ich mir die Füße angucke mit den Zehen. Fand mir eigentlich mega cool. Ich finde die auch so mega schön animiert, das Ding. Ja, das ist schon sehr hart. Ich bin immer so fasziniert davon, wie man mit so einfachen. Weil im Grunde, wenn man sich das anguckt, das besteht ja nichts anderes auch als ein paar wirklich super einfache Blöcke, das Ding. Und einfach aneinander gesetzt, ein bisschen animiert, ein bisschen hakelig und so. Ich bin davon fasziniert von dem Ding. Es ist sicher nicht leicht, vor allem wenn du mit dir läufst und so weiter oder fliegst, gibt es sicher auch noch extra Animationen. Oh, stimmt, also, die Laufanimationen werden bestimmt auch noch interessant, das stimmt. Ja, also das ist definitiv etwas, würde ich mal sagen. Ja, das sind sozusagen die kleinen Teaser, die mir jetzt für die Super Adventure. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen, ja, wir haben aber tatsächlich auch schon ein bisschen mehr noch aus China bekommen. Ja, aber ich will sicher noch die Waffen und das ganze Zeug wirklich zeigen. Warum nicht? Ich fand die schon ja, ein bisschen. Es ist alles offiziell veröffentlicht worden. Also. Ja, kann ja nicht. Ich meine, okay. Wenn ist ja auch kein Story-Spoiler, muss man auch sagen. Ne? Also jetzt nichts Schlimmes. Im Grunde. Ach, gibt es das inzwischen auf YouTube? Ich bin begeistert. Was auch veröffentlicht worden sind wohl. Das müssten die neuen Schwarzlöwen-Ticket-Waffen sein. Schwarzlöwen-Ticket, ja. Das erinnert ein bisschen an ein. Doch oder so? Erinnert mich an Skins, die wir schon mal hatten. Sind das. So, du meinst diese Albtraumpirscher oder wie das Ding heißt, wo ja, die Rüstung mit diesen Löchern sein. Drin sind, so ein bisschen. Könnte ein bisschen sein. Man könnte vielleicht auch sagen, das Ding ist irgendwie so eine leere Aurin-Waffe oder keine Ahnung, wie man das Ding bezeichnen will. Ich finde sie mega schön gehalten. Also man hat halt immer so eine schwarze, dunkle Kugel, die irgendwie Energie wabert und die Waffe ist so. So regenbogenartig gehalten. Man oh Gott, das sieht aus wie Donatson hier. Also ich muss auch sagen, das Schwert hier sieht aus wie Donatson, die gesegnete Klinge des Windsuchers aus World of Warcraft Classic. Okay. Wirklich, das ist kein Witz, das sieht tatsächlich so aus. Die hat wirklich diese längere, wie nennt man das, längere Schneide und die kleinere und dann die Kugel hier, wo normalerweise ein Blitzer drauf. Hier ist halt jetzt clever. Kommt, denke ich, sehr nah dran an das Original. Genau, aber ich finde, die Skins sehen eigentlich mega schön aus. Also, die gefallen mir gut. Da könnte ich mir wirklich überlegen. Ich habe, glaube ich, letztens gesehen, ich habe einen ganzen Sack voll Schwarzlöwen-Tickets. Vielleicht gebe ich die mal eigentlich alle mal für alle davon aus. Weil die gefallen mir eigentlich wirklich ganz gut. Echt solide. Ja, alle relativ gleich mit dem Thema. Loch. Ja gut, der Stab halt, naja. Ist halt immer schwierig, was da machen. Ich nehme mal stark an, dass wir die halt dann. Nee, das könnte der Fokus sein. Das ist der Fokus, definitiv der Fokus. Muss die Fackel sein, so wie es aussieht.
Aber noch? Das müsste es Kriegshorn sein. Sieht ein bisschen sehr seltsam aus. Und das ist das Schild, oder was? Das sieht aus wie ein Schild. Tatsächlich. Ja, tatsächlich das Schild. Mit einem schwarzen Loch drin ist etwas. Ich finde, es sind jetzt keine hässlichen Waffen. Ich bin ja normalerweise von diesen ganzen Arene-Themes nicht so der große Fan, aber ich finde schon. Ja, mit Arene nichts zu tun. Aus. Also, wir können erwarten, dass das vielleicht. Also, ich nehme mal stark an, dass auch diese schwarzen Ticketwaffen dann nächsten Dienstag für uns verfügbar sein werden. Dann gab es ja nochmal neue Waffen, richtig? Mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass es, ich habe nur in einem Video gesehen, da wurde auch kurz die schwarze Truhe, die neue, gezeigt. Ja, das war ein neues Ingame-Set, wurde auch gezeigt hier. Ach ja, okay. Okay, ja, zeig einmal. Ist ja schlicht gehalten. So. Ist Super Adventure. Nee. What the hell, was ist denn das für ein Hammer? Das ist ein Azura-Tag irgendwie. Was sind denn das für coole Waffen? Ja, das ist definitiv Azura. Aber meinst du, diese hängen zusammen mit der Super Adventure Box, dass man Waffe bekommt? Das sind keine Super Adventure Box. Aber das sind Azura. Das ist tatsächlich ein Set für Azura-Waffen. Also diese Golem, wirkt halt wirklich wie Azura-Tech. Also du meinst wie bei Mox, so irgendwie, als wären da Guild Wars 1 Max einfach Golems einfach auseinandergenommen worden und zu Waffen verarbeitet worden. So enden worden. Die Golems, ja. So sieht Recycling bei den Azuran aus. Oh, die Pistole gefällt mir auch mega gut, ey. Eieiei, der Hammer hat mir gerade schon extrem. Das Gewehr sieht aber auch gut aus. Das sind wirklich schöne futuristische Waffen. Ja. Die gefallen mir richtig gut. Das andere Schwarzlöwenwaffen sind und das sind welche, wo es so gibt, aber das sieht auch trotzdem ins Set aus. Ich habe überlegt, vielleicht hängt das insofern mit der Super Adventure Box zusammen, weil wir sind halt ein Rattersum. Vielleicht hat man gesagt, okay, vielleicht sollten wir nicht immer ständig irgendwelche weiteren 1000 SAB-Waffen ins Spiel bringen, sondern vielleicht mal ein bisschen was anderes und halten es mathematisch so asurisch, weil wir auch ein Rattersum sind. Deswegen habe ich gemeint, ja, oh Gott. Ja, das sind keine Schwarzlöwen normalerweise, weil Schwarzlöwen haben noch, die haben ein bisschen mehr Production Value, um es mal so zu sagen. Ich finde es, ganz ehrlich. Aber für Azura-Ding ist das ziemlich interessant. Also für das Schild bin ich ganz ehrlich, bin ich auch bereit, ein Schwarzrum-Ticket auszugeben. Also die Pistole, das Gewehr, die Fackel haben mir und das Schild, die haben mir gerade extrem gut gefallen. Da bin ich, wäre ich schon dabei. Oh ja, ich habe noch den Hammer vergessen, der ja mega riesig aussieht. Eieiei. Also ich finde die echt schön. Ich finde die wirklich schön. Bin ich mal gespannt, wo die eigentlich hingehören, ehrlich. Ja, guck mal. Wirklich super interessant. Ja, wir haben mal einen schönen Teaser aus China bekommen, warum nicht? Aber zu der schwarzen Truhe, zum Inhalt der schwarzen Truhe hast du keine Informationen, ne? Weil ich habe das nur in dem Video gesehen, wo einer kurz die schwarze Truhe aufgemacht hat und es sah so aus, als hätte er was anderes drin als das, was wir jetzt gerade drin haben. Aber was es genau war, hat er nicht gezeigt gehabt. Weil mein Video hatte auch extrem wenig Frames und sehr geringe Ausflüsse. Muss ich alles wissen. Wir brauchen ja noch Content für nächste Woche. Jetzt haben wir alles vorweggenommen, was nächste Woche rauskommt und jetzt ist der Content weg. Also. Ja, wir haben ja nächste Woche kein Content, weil ja Welt 3 nicht kommt. Also, bitte. Ich hoffe ja persönlich, dass wir vielleicht zumindest wird ja keine Welt 3 kommen. Ich nehme stark an, das wird einfach immer ein Meme bleiben. Aber ich hoffe zumindest, dass wir ja vielleicht mal Informationen zu einem Allianzsystem tatsächlich mal bekommen. Wir haben schon so lange nichts mehr über das Allianzsystem gehört. Was ist mit dem Allianzsystem los? Ich habe das Gefühl, jede Woche fängt schon vom Allianzsystem an. Nee. Ja, aber lass doch mal über das Allianzsystem reden. Nee, aber wirklich, das Allianzsystem. Was ist da los? Ansonsten, was können wir eigentlich noch nächste Woche? Haben sie noch irgendwas anderes für nächste Woche angekündigt? Nee, oder? Also irgendwelche Balance-Änderungen oder so hatten sie bis jetzt nichts angekündigt, ne? Hast du nicht dir so ein Hotkey gemacht dafür? Wie ein Hotkey? Ja, auf Guild News. Weil ich immer sehen kann, was das im Artikel drin steht. Nee, in dem Artikel steht halt nichts weiter drin, also von denen. Haben wir doch mal Neues aus dem Studio. Ich überlege nur, ob noch irgendwas. Nee. Lassen Balance kommt erst am 2. Mai, am 18. April. Ja, genau. Dieses 11 Upgrade, dann wird ja alles umgestellt und der 28. März ist halt die Super Adventure. Sonst steht da drin.
Ja, ich habe halt nur überlegt, ob es vielleicht irgendwie, ob es halt irgendwie eine Möglichkeit, ob sie vielleicht schon irgendwas angeteasert haben, was halt noch kommt, ne? Vielleicht wollen sie doch mit dem Current, mit dem Chromium nochmal probieren. Schauen wir mal. Oder ob sie das auch nochmal ein bisschen liegen lassen, das Thema. Aber warte mal. Mitte April ist das nicht auch der Zeitpunkt, wo dann die DirectX 11, die DirectX 9 Sache ausläuft? Ich glaube, das hast du gerade gesagt, am 18. Ja, stimmt. Ja, richtig. Ich kenn's. Man hört dann zu und dann Kurzzeitgedächtnis. Geht in einem Ohr rein und das andere wieder raus. Ja, das passiert nicht. Der Klassiker, ja. Weil wenn du noch nebenher was suchst. Ja, keine Ahnung. Also bis jetzt nur die Super Adventure Box. Muss man halt schauen. Also, ich meine, klar, vor dem 2. Mai, also definitiv wieder Ende April, gibt es wieder einen Forenbeitrag mit den ganzen Änderungen und gibt natürlich auch wieder diesen Livestream. Es gibt den Livestream da mit Roy und mit Karl. Und dann gibt es wahrscheinlich direkt und nach dem Stream gibt es wahrscheinlich dann gleich einen 3-Stunden-Stream mit Teapot und Karl. Weil die sprechen dann auch nochmal die ganze Änderung gleich nochmal durch. Ja, so wird es wahrscheinlich auch wieder sein, nehme ich mal. Schauen wir mal. Also, ja, gucken wir mal, was da noch kommt. Aber ich finde es halt jetzt dann. Wie lange ist jetzt die Super Adventure Box geplant? Hatten Sie dazu irgendwas gesagt? Nee, ehrlich gesagt, nein. Also man weiß nur, gut, am 28. März bis zum 18. April macht es ja Sinn. Also, würde Sinn machen, ja. Der 4. ist der erste Woche, 11. 2. und 3. Woche ist tatsächlich der 18. Also ja, macht das Sinn. Und dann geht halt da direkt dann, Super Adventure Box geht weg und dann kommt DirectX 11. So würde ich es mal jetzt. Aber offiziell haben wir hier keinen Termin. Aber ich nehme an, 3 Wochen ein. Bin ich ja mal gespannt, wie die Dailies dann wieder sein werden. Die habe ich immer die ganze Zeit gemacht, aber manchmal gibt es Kombinationen, wo einfach nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, weil ich habe nächste Woche Urlaub, dann kann ich extrem viel Super Adventure unboxen. mein Ziel für diese Super Adventure Box ist auch endlich den letzten bockschweren Modus-Erfolg abzuschließen. Vielleicht noch die letzten Erfolge zu machen. Ich glaube, da fehlen noch 1-2 bei mir tatsächlich, damit ich einfach mal alles komplett habe. Mir geht es auch ein bisschen um die Infusionen, die man ja bekommt, wenn man einen bockschweren Modus abgeschossen hat. Dafür muss man ja diese ganzen Waffen zusammengesammelt haben. Ich glaube, da fehlt mir nicht mehr viel. Mir fehlt nur noch bei Welt 2 so 1-2 und dann war es das. Dann bin ich mit dem bockschweren Modus durch. Mal gucken, was sie sich vielleicht dieses Mal noch einfallen lassen. Was weiß ich, wir hatten ja zuletzt Glitches gehabt und solche Geschichten. Vielleicht haben sie da auch nochmal ein paar Sachen eingebaut. Mal gucken. Ja, was heißt denn dein letzter Erfolg bei Bookshore? Also es geht einfach nur darum, dass ich den bockschweren Modus Welt 2 ein paar Mal mache, damit ich die Waffen zusammen habe und damit dann die Infusion bekomme. Ja, okay. Das heißt für mich der letzte Erfolg insofern. Ansonsten, ich glaube, es fehlen noch bestimmt irgendwelche Trötendinger oder sowas. Irgendwelche Musiklieder, die mir vielleicht noch fehlen oder so. Das muss ich jetzt auch mal nachschauen. Vielleicht schaffe ich das parallel gerade, das mal zu machen. Ist ja okay, du kannst ja am Sonntag eine Liste zusammenstellen und dann den Content für die nächsten 3 Wochen dann vorlegen. Ich bin ganz ehrlich, es hat, glaube ich, einen Grund, warum ich diese Erfolge noch nicht habe. Ne? Also, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt wahrscheinlich nachgucke. Aber interessant auch, weil wir es gerade haben mit Erfolgen. Der Jamin hat ja getwittert die Tage, dass der Erfolg Kinderleicht-Modus also Infantile Mode in irgendwas anderes umbenannt worden ist. Bei uns heißt der Kinderleicht-Modus. Bei uns heißt er immer noch Kinderleicht-Modus tatsächlich. Mhm. Aber im Englischen heißt er jetzt anders. Exploration-Mode heißt er jetzt im Englischen. Tatsächlich. Aber im Deutschen hat sich der Name nicht verändert an der Stelle. Ja, da haben sich halt Leute im Forum beschwert, weil infantil will man nicht unbedingt genannt werden. Was ich nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Also, es gibt viele, die haben einfach Schwierigkeiten mit Jumping Puzzle und man muss auch zugeben, der Schwierigkeitsgrad der Super Adventure Box, vor allem in Welt 2, ist halt viel zu hoch, selbst im normalen. Dann im leichtesten Modus ist
ist es nicht so problematisch, weil die Wolken ja auch da sind. Aber ja, deswegen muss man die Leute ja auch nicht unbedingt beleidigen. Also ich kann es verstehen, warum es da, warum man sich entschieden hat, da mal was zu ändern. Ist ja nicht unbedingt, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Problem damit persönlich. Ja, ich hatte jetzt auch nicht. So, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Mir fehlt genau ein Erfolg in Welt 1 tatsächlich, wo ich einfach nur noch 2 Läden besuchen müsste. Dafür würde ich 2 Erfolgspunkte bekommen. Mega easy. Und die andere Geschichte ist, ich müsste in Welt 2, warte mal, da fehlt auch noch mal ein bisschen was. Sucht jeden Laden in Welt 2 im bockschweren Modus. Okay, das müsste ich auch noch machen. Gut, das ist durchaus machbar. Das sind auch noch mal ein paar Erfolgspunkte. Und das Interessanteste, wo ist der denn? Wo ist denn dieser Erfolg? Ach, ist der unter Sammlung oder sowas, ne? Wo man da alle Waffen zusammenkriegen muss. Ist das Festtagssammlung? Ja, genau. Der Sturmzauberer, genau. Da muss man ja noch insgesamt 16 Mal Welt 2 komplett alle Zonen im bockschweren Modus machen. Das Ganze 16 Mal und 10 Mal habe ich schon erledigt, also über die Hälfte schon erledigt. Und muss es nur 6 Mal machen, dann bin ich da an der Stelle auch fertig. Mega einfach. Wann beschweren wir uns, dass wir auf Kinderleicht spielen und nicht auf Leicht? Ja gut, aber Kinderleicht klingt halt nicht so. Ich weiß nicht, wenn du im Englischen halt wie gesagt, okay, lasst uns den infantilen Modus spielen, klingt halt definitiv negativ, wenn man sagt, mach den kinderleichten Modus. Also Kinderleicht ist, ich weiß nicht, das ist halt auch eine Sprache, oder? Eine sprachliche Sache. Bei uns klingt das jetzt nicht so, ich meine, wie will man da mal sagen? Gut, wenn wir sagen Baby-Mode zum Beispiel, wäre schon wieder ein bisschen mehr negativ. Aber selbst dann ist es vom Wort halt nicht so. Ist schwer zu sagen, keine Ahnung, was man da richtig bei uns nehmen könnte. Ja, ach genau, warte mal, da fällt mir gerade noch was ein tatsächlich, weil ich gerade hier in-game bin. Ich hatte nämlich tatsächlich noch die Tage noch einen Kommentar per in-game-Nachricht zugeschickt bekommen. Tatsächlich. Da ging es nochmal ums BVW und zwar um die Geschichte mit dem Verteidigungsevent beim Reparieren. Wenn du dich zurückerinnerst. Erinnerst du dich? Da war was, genau. Ja. Da wurde mir nämlich geschrieben, moin, irgendwie habt ihr vergessen zu erwähnen, warum die Eventteilnahme bezüglich des Reparierens von Mauern und Toren abgeschafft wurde. Und stellt es so hin, als ob es etwas Schlechtes wäre. So, hier kommt nämlich Folgendes. Für das Verteidigen von T3, also ganz ausgebautes SN, also Schloss Steinnebel, das ist das große Ding in der ewigen Schlachtfeldern, das mittendrin, das riesige Schloss, was man zu Hause gerne nennen würde. Genau, für das Verteidigen von T3 Schloss Steinnebel bekommt man alle 3 Minuten auf Gold 2500 WXP, also Welterfahrung, eine Großmeisterzeichenscherbe und ein WVW-Ticket. Das sind innerhalb von 6 Minuten ein WVW-Rang, 2 Großmeisterscherben und 2 WVW-Tickets für den vermutlich ohnehin stärksten Server im Matchup, während Angreifer nur für das Erobern belohnt werden. Genau, das Problem ist nämlich bei Schloss Steinnebel, das Ding ist halt im Grunde, wenn man das einnimmt, eigentlich in dauerhaft im Verteidigungsmodus das Ding, weil es dann immer ein paar Türme gibt. Kommt je nachdem, es gibt immer mindestens einen Turm, der immer in der Lage ist, irgendwie auf das Schloss immer drauf zu schießen mit dem Trebuchet. Es gibt immer ein paar Verrückte, die, so wie ich, die sich da Tag und Nacht hinhocken und das Trebuchet die ganze Zeit am Dauerschuss auf das Schloss Steinnebel halten. Und wenn man dann halt die ganze Zeit dagegen repariert hat, gegen diese Mauern, wo immer drauf geschossen worden ist, dann hat man halt extrem gut Belohnung bekommen. Ich wusste nicht, dass die Belohnung an der Stelle so krass war, aber dann ist halt schon die Frage, ob man dann nicht hergeht und dann die Belohnung reduziert, stark reduziert, anstatt sie komplett rauszunehmen. Oder zumindest für Schloss Steinnebel vielleicht rauszunehmen. Das wäre vielleicht das Interessantere gewesen. Wäre wahrscheinlich besser, weil wenn das andere dann wieder zu wenig ist, dann wäre solche Konsequenzen. Aber vielleicht ist es nicht machbar. Steht, dass er einfach nur einen bestimmten Standort heißt, okay, hier kriegt man halt weniger Belohnung.
Kann natürlich auch viele Leute dann wieder sagen, gut, warum verteidigen wir dann? Wenn ich weniger Belohnung bekomme, dann gehe ich woanders stehen, wir machen da unseren Farm. Ja, Schloss Steinig meint zu verteidigen, ist eigentlich auch größenwahnsinnig, wenn man ehrlich ist. Das Ding ist wirklich so ein Ding, wenn du, ich sag mal, zu Primetime spielst, dann hat das Ding überall Löcher in der Außenwand, weil die Außenwand, das ist halt gefühlt 5 Kilometer Umfang, wenn nicht sogar noch mehr. Und dass da irgendwo in der Mauer nirgends eine Lücke drin ist, ist ein echter Wunder. Ein echt großes Wunder. Ansonsten hat man den Innenring, den man relativ gut verteidigen kann, weil da gibt es einfach nur ein paar Tore, die die zugeschlossen sein sollten. Und das war's. Und im Inneren kann man auch noch ganz gut fighten. Oh Gott, warte mal. Bei einem Fighter ging, glaube ich, eine Stunde lang. Dann sind wir eine Stunde lang beim Lord rauf und runter, die Stockwerke hoch und runter gelaufen, die ganze Zeit, und waren nur am Fighten gewesen. Und ich hatte damals schon ein extrem riesiges Inventar gehabt und es war wirklich voll, das Ding. Es war krass. Ich musste während des Fights, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sogar anfangen, Sachen wieder zu verwerten, weil mein Inventar einfach voll war. Es ist ganz witzig, da drin rumzufighten, aber es ist eigentlich, ich sag mal so, es führt nicht zum Sieg, glaube ich, im Gesamten im WVW, würde ich mal. Naja. Das wollte ich zumindest noch erwähnt haben, damit die Person, die Nachricht geschickt hat, auch das Gefühl bekommt, dass ich auch meine Nachrichten lese und nicht nur lösche. Ja, dann schau mal in den Chat rein, da steht nämlich noch ein paar interessante Dinge. Was steht da noch? Moment, genau, also Gerano hat geschrieben, ich hatte so einen Struggle, die Turm-Devs zu bekommen, und man hätte auch einfach den Dev für Schloss nichts bringen lassen, die andernfalls zu bekommen, ist nun für viele Leute echt die Hölle. Genau, das ist halt genau das, was ich meine, einfach da, vielleicht ist das wahrscheinlich aufgrund des Spaghetti-Codes hier nicht möglich, würde mich nicht wundern. Das ist ja immer ganz oft beim WVW so eine Ausrede. Gerano schreibt noch, das Problem ist nicht nur die Belohnung, die aktuellen Verteidigungen, also Devs der Türme und Co. zählen nun halt auch nicht mehr für die Daily, Weekly. Da liegt das Problem, die kannst du nur noch, wenn du auch wirklich einen Gegner tötest, innerhalb der Range des Turms, und Katapult-Range zählt nicht. Sau dämlich. Was hat von Ankros hier geschrieben? Genau, dann hätte man es separieren müssen, nur wird gar nichts mehr verteidigt, was nicht der Sinn sein sollte. Ich nehme vielleicht auch an, weil es ist ja nicht die einzigen Personen hier im Chat und auch die, was ich so ein bisschen gelesen habe in den Kommentaren, die sich darüber beschweren. Im Forum wird auch relativ viel über das Thema diskutiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht am Dienstag vielleicht nochmal eine Änderung dazu sehen. Man ist ja im WVW in Sachen Änderungen im WVW aktuell nicht zimperlich, ne? Also man geht da doch ziemlich gerne aktuell her und macht schnell mal eine Änderung. Was hat von Arcross noch geschrieben? Oder Schloss Steinnebel müsste schwerer zu verteidigen sein, weil es eben ein riesiges Gebäude ist im Vergleich zu den restlichen Festen. Ja. Genau. Vielleicht auch wieder ausgenutzt werden, wenn es zu schwer zu verteidigen ist, dann würden sie alle die ganze Zeit da drin hocken. Ja, das Problem ist, wenn das halt relativ oft fallen würde und schnell fallen würde, so alle, was ist Buff? Ich glaube, 5 Minuten müsste Buff sein. Ja, genau. Buff ist 5 Minuten, also der Lord ist 5 Minuten lang unsterblich. Ich glaube, dann würden die Leute wie verrückt ihren Schloss Steinnebel Einnehmertitel wie blöd farmen gehen. Aber ich weiß nicht. Meiner Meinung nach, also als eine Person, die zum Beginn von Guild Wars 2 extrem gerne auf ewigen Schlachtfeldern gegangen wäre, aber es nie durfte, weil da immer ewige Warteschlangen sind und deswegen auf die Grenzländer gegangen sind und deswegen ein absoluter Hass inzwischen gegen die ewigen Schlachtfelder entwickelt hat. Meine Meinung ist, nimmt das Schloss so, wie es ist, schmeißt das raus und schmeißt da einen mega großen See rein, so wie ja mal früher in den Schlachtfeldern, auf den Grenzländern der Fall war. Das Ding braucht eigentlich keine Sau. Meine Meinung. Lass da einfach ein riesen Loch klaffen.
Genau, stimmt. Heilung zählt auch nicht für Verteidigung. Genau, das ist auch super ärgerlich. Gebe ich vollkommen recht. Das würde mir auch ziemlich ärgern, weil ich halt selber sehr gerne Support spiele im BVB. BVB. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich nächste Woche vielleicht machen will. Mehr BVB, mehr Gilbert 2 allgemein. Mehr von allem. Hau rein, ja. Gut, mehr, ja. Mehr. Haben wir sonst noch was? Du hast schon eine Nachricht bekommen von vor 30 Minuten. Ja, die habe ich auch gerade schon gesehen, aber hat keinen weiteren Belang. Die muss okay, ich gut, gut. Ja, die Nachricht für State muss dann warten. Gut, apropos mehr Content und mehr was zu machen. Hast du die Gorik-Sachen eigentlich schon erledigt? Nee. Ich muss zugeben, ich habe da auch nichts gemacht. Also irgendwie reizt mich's nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mir die ganze Zeit, oh, eigentlich müsste ich da jetzt mal hin, so ein bisschen das ist wahrscheinlich nur 2 Minuten, machen. Wenn überhaupt 1 Minute Dialog aber, und dann ist aber das eigentlich möchte ich die Story noch mal spielen, aber Rama redet noch nicht, ist tatsächlich wirklich so. Immer noch. Aber Rama redet ja immer noch nicht, hat immer noch keine deutsche Stimme bekommen, aber ich könnte ja auch auf Englisch umstellen. Ach nee, dann muss ich den Kleinen neu starten. Ach, ist ein Problem für Future Dozi. Immer noch nicht gefixt. Langsam wird es lächerlich. Ja, vielleicht ist Arena genauso hart am Prokrastinieren wie ich. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht viel. Also wie man hier sehen kann, gibt gerade nur 2. Ich weiß nicht, ist das Ganze eigentlich auch vertont oder ist es einfach nur zum Lesen? Das müsste eigentlich vertont sein. Okay, es ist doch ist immer noch synchro gestört, okay. 1 bis 2 ja. Minuten zu. Also okay, das ist definitiv mit dir. Ja, es ist nichts sonderlich Spannendes halt auch irgendwie da drin. Also er untersucht halt ein paar Dinge und das war's. Also es ist, ja. Das ist ja 10 Erfolge insgesamt sind. Dauert es noch bis wahrscheinlich die. Ja, gut, aber wenn man an den Benga zurückdenkt, ja, mit dem man ja auch immer wieder mal geredet hat, der hat auch Dinge erzählt zwischendrin, die waren super interessant, aber dann gab es dann wieder Dinge, so einzelne Gespräche, die super interessant waren, wo man mal ein bisschen auch drüber reden konnte, was hat es denn jetzt damit aussehen. Ja, die waren schon interessanter, weil vor allem auch dann irgendwie Rüttler ja, war, der Gräsia, weißt du, ja, oder dann plötzlich ja. Schaumark durch ihn zu Aurin gesprochen hat. Ja, also es war immer sehr interessant. Aber es gab aber auch Szenen, die super langweilig waren, wo einfach nichts passiert ist, wo man sich denkt, das hätte man sich auch schenken können an der Stelle. Das gibt's da an der Stelle genauso. Und Akko sagt, nächste Woche gibt es vielleicht Infos zum Ursprung des Dunches. Ja gut, dann schauen wir mal. Ja. Also jetzt aktuell ist halt nicht viel. Ich glaube, in der zweiten Woche, jetzt hier mich so übersetzt, so schnell, geht es halt darum, dass halt Borik das ganze Zeug da untersucht, was der Commander eingesammelt hat. Und ja, schauen wir einfach mal. Ja, Zeit haben wir ja noch bis Juli. Ein bisschen haben wir noch, ja. Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, vielleicht kommt dann irgendwann so in der 5., 6. Woche, heißt es dann, ja, ich habe mit dem Commander geredet und atmet immer noch ziemlich schwer mit der Panikattacke oder so in der Richtung und alle Spieler so, hä? Worüber redet ihr? War da was? Ein Commander war gerade in der Super Adventure Box und hat gerade die Zeit seines ihres Lebens. Ja, ein Spaß seines Lebens. Obwohl er naja, vielleicht wird er auch ein bisschen kurzatmig, weil er noch ein bisschen, Höhenangst besitzt. Oh mein Gott, genau. Der Grund, warum der Herzschlag so hoch war, war einfach nur so, weil der Buchschwammmodus so schwer war. Oh mein Gott. Man muss das ja schon ein bisschen ernst nehmen, aber das ist sehr gut. Das ist eigentlich Potenzial für irgendwelche witzige Comics eigentlich. Wenn sowas kommt, sollte ich gleich. Muss ich Kobold erzählen? Der macht ja immer wieder mit seinen Asura-Sisters jede Woche am Montag. Das sieht immer aus wie so ein Comic-Strip, als wäre der wirklich aus der Tageszeitung. Ja, das ist die Idee dahinter, genau. Das gefällt mir so mega gut. Das Beste ist ja, er hat es ja auch mal im Stream, bei sich im normalen Stream damals gemacht, wo er noch gestreamt hatte und dann natürlich auch mal in der Art Show. Und Du glaubst, dass das Ding wahrscheinlich nur eine Sache von 15 Minuten ist, weil der Stil halt so einfach gehalten ist und so weiter. Mm. Nee, der zeichnet da 2 bis 3 Stunden dran. ein bisschen langsam, aber ja, da ist wirklich jeder Strich überlegt sogar. Finde ich interessant. Also, gut, ich glaube, 3 Stunden ist übertrieben, aber ja,
Ja, braucht schon ein bisschen länger. Perfektionist, der Gute. Aber das ist ganz oft so. Also man gibt ja auch so Sachen wie Simon's Cat und so weiter. Das sind ja auch relativ einfache Zeichnungen, sollte man meinen, aber die, wo auch eine Menge Arbeit da erstmal reinfließt, bis da so ein fertiger Comic ist. Ja, das ist richtig. Ich will seit... Ich meine, ich werde ja jetzt in ein paar Wochen. In zwei Wochen werde ich ja 40 und ich will bis heute eigentlich mal richtig einen Comic machen, Andrum. Und dann erst siehst du mal, ja, die Zeit verstreicht und dann plötzlich... Ein Comicbuch machen und dann auf Etsy verkaufen. Bringt gar nichts mehr, irgendwas zu veröffentlichen, dann kommen nämlich die ganzen Tech-Pros und die künstlichen Intelligenz, also Künstler und klauen alles da, die künstlichen Intelligenz. Und fertig die. Aber wieso? Du kannst es ja drucken, deswegen meine ich ja. Du kannst ja als Buch gebunden drucken. Ja, technisch ist immer alles machbar. Ich könnte eigentlich meine 8 Jahre Daily Comics alles sammeln, in ein Buch reinmachen und fertig. Best of Sky. Ich meine, du musst mal bedenken, es sind 365 oder 366 pro Jahr. Also, je nachdem, wenn Schaltjahr ist. Du kannst ja mal einfach mal. Kannst du einfach mal alle zusammenbundeln. Stimmt, man könnte und dann die Leute abstimmen lassen. Das würde gehen. Abstimmen lassen und dann einfach gucken, suchst dir so die 100 Besten aus und lässt du dir das dann zusammenbinden. Oder lässt es mal auf so ein paar Dinger von wie heißt das Event? Wie heißt das Event? Das Speedrun-Event. Games dann quick. Ja, genau. So ein paar Games dann quick. So ein Postkartenformat drucken lassen. Also ganz ehrlich. Nee, ich glaube, die wollen immer original. Ich meine, streng genommen, wenn ich jetzt so ein fauler Sack wäre, könnte ich es tatsächlich machen. Also ich müsste einfach nur ein Games dann quick mit dem Maskottchen zum Beispiel oder vielleicht passend zum Spiel halt wirklich mit Tusche zeichnen, also so richtig traditionell, wie es gehört. Und dann müsste ich so denn nach Amerika schicken. Das würde ja einfach vielleicht funktionieren. Einfach abpausen. Wenn dann schon neu, das muss ein Unikat sein. Das ist der Grund, als Preis dann hier so ein Unikat. Ja, aber ich meine halt die Die haben ja auch gezeichnete Bilder drin. Also weiß die ich Geschichte, nicht. Die Geschichten, die du da hast. Also ich sage ja nicht, dass du es da hinschicken musst, aber dass man das mal drucken könnte, so ein paar von denen. Naja, egal. Genug Marketing, genug Sales. Ich könnte ja die Sachen, die ich für Guild News gemacht habe, die ganzen Guild News Raids, Dailies, mit dem brennenden Sputti, mit dem kleinen Vater mit der Bombe und so weiter. Können wir zum nächsten 10-jährigen Jubiläum machen. Ach Moment, das ist ja schon hinter uns. Jetzt wein doch nicht. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ich würde jetzt sagen, gehen wir zu unserem Edelstein. Item Watchshop, Edelstein, Watchshop. Englisch ist großartig. Edelstein Shop Watch. Item Shop Watch. Item Shop Watch, das ist der Begriff, den wir immer verwenden. Item Shop Watch. Ja, dann machen wir doch mal hier. Aura wieder und schauen wir mal, was es gibt. Für 600 Edelsteine gibt es das, wie heißt das Ding? Porzellan. Porzellan geätzt oder sowas. Geätztes Porzellan Großschwert und Unbekannt. Genau, ja. Ja, das habe ich ja gesagt. Das sieht ziemlich komikhaft aus. Das könnte so in World of Warcraft. Ich habe mir den noch nicht so genau angeguckt, aber als ich den Namen gesehen habe, musste ich an den einen Raptor-Skin denken. Weißt du, welchen ich meine? Den Porzellan? Ja, gibt es ja so ein Porzellan. Ja. Porzellan-Raptor mit diesen goldenen Linien, weißt du? Den gibt es aber auch in Schakal. Stimmt. Gibt es inzwischen auch als Schakal. An den musste ich denken, als ich den Namen zumindest von dem Skin gesehen habe. Naja, okay. Es ist ein Großschwert. Es ist, ich bin ganz ehrlich, ich finde das Großschwert an sich jetzt nichts Besonderes persönlich. Könnte auch. Er hätte irgendwo auch als Drop geben können, meiner Meinung nach. Oder was ist deine Meinung dazu? Hat er auch keinen besonderen Effekt. Ist unspektakulär für das viele Geld, unspektakulär. Also für 8 Euro, da hatte ich wenigstens ein bisschen Blink-Blink. Sind das wirklich 8 Euro? Okay. Naja, 800 Edelsteine sind 10 Euro, also passt. So. Wie mal Daumen.
Inflation. Genau, also im Grunde ist es halt ein Großschwert, es ist hauptsächlich weiß gehalten, hat so ein paar blaue, ein paar gelbe, also goldene Applikationen. Das ist dann der ganze Skin. Die Form von dem Großschwert, das hat jetzt auch nicht besonders umwerfend. Aber dafür ist halt der andere Skin, den finde ich schon eher 600 Edelsteine. Ich finde ihn witzig. Ich habe ihn unbekannt genannt, weil er im Laden ja keinen Namen hat. Ich habe auf Englisch, ja, weiß nicht, wie es heißt, aber im Deutschen, glaube ich, ist immer noch im Shop kein Namen da. Ja, aber wir wissen durch den Blogpost, dass er Leere Flammen Assassinendolch heißt. Ich fand es halt einfach so gut wie keinen Namen. Ja. Weiß Gott, also irgendwie haben sie es aktuell nicht so mit den Lokalisierungen. Ja, also dieser Dolch ist schon was Besonderes, würde ich behaupten. Sehen wir den jetzt schon angelegt? Ich glaube, der ist jetzt schon angelegt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Dann scheint er wohl ein bisschen so ein ausgefahren. Ja, tatsächlich. Im Grunde hat er, wenn du ihn nicht in der Hand hältst, also am Gürtel trägst, dann sind das einfach nur zwei Stangen und relativ unscheinbar. Und wenn du ihn rausnimmst, kriegt diese Stange jeweils eben zwei Klingen, die dann auch noch so einen Gift-Effekt, Gift-Dunkel-Unheil-Effekt drauf haben. Ist halt eben Joy-Skin, kostet 600 Edelsteine und ich finde es wirklich nicht schlecht. Sowas hatten wir auch bisher noch gar nicht gehabt. Ja, ist definitiv was anderes. Und hat ein bisschen. Sieht man den jetzt am Gürtel oder sieht man den nicht? Machen wir jetzt gerade ein bisschen fertig. Sieht man den am Gürtel oder sieht man den jetzt doch nicht? Das ist ein bisschen schwierig. Die Bitrate ist relativ niedrig. Ich glaube, ich kann ja nochmal zurückspielen. Ah, nee, jetzt. Ach, guck mal. Joa hat es nämlich ausgeschalten, dass es am Gürtel überhaupt angezeigt wird. Ah, so, jetzt müssen wir ja auch, glaube ich, ach so, ist das machbar? Ja, das kannst du ausmachen. Ja, okay. Ah, okay. Genau. Das kannst du tatsächlich ausmachen, ja. Okay, alles klar, ja. Sehen. Ah, okay, dann gehen nur die Effekte. Oh doch, okay, wird doch ein bisschen. Wie so, wie so ein Double-Lichtschwert von Darth Maul zum Beispiel. Ja, nur genau. Halt nicht ganz so lang, aber so in der Richtung. Und man hat halt den ach Gott, wie nennt man das wieder da? Den Schaft? Shift? Also der. Shift, ja. Der Shift, nicht Schaft. Den Griff. Den Griff ist gut, danke. Irgendwie habe ich das Englisch gehabt. Ja, das ist schwierig, wenn du den ganzen Tag Mischung aus Deutsch und Englisch. Ja. Ich merke es langsam. Mein Kopf fängt an, sich zu verändern. Ich kenne das zu gut, ja. Ich habe es ja geschafft, zu Deutschen sogar schon Englisch zu schreiben und dann so, Moment, ohne zu merken. Ja, passiert. Oder auch andersrum, war auch mal ganz witzig. Ja, gut, ist in Ordnung. 8 Euro circa mit Inflation. Also das eher als das Großschwert, das oder? Das stimmt, ja, definitiv. Also das kann man auch so unterschreiben. Also kann ich mitleben. Ich hab mir kurz überlegt, ob ich mir den tatsächlich hole, aber hab mich dann eigentlich auch dagegen. Ja gut, passend dazu gibt dann auch das wahre Assassine-Verkleidungsset. Ich meine, das ist wie die ganzen Kleidungssets aktuell runtergesetzt. Im Fall ist es auf 30% runter. Ich glaube, die anderen waren auch 30, oder? In dem anderen Blogpost. Ja. Und ja, also. Wenn ihr was haben wollt, jetzt ist eine gute Chance, sich halt ein bisschen einzudecken mit den. Ist nur das Kleidungsset im Angebot? Nee, da, oder? Ja, aber das Video ist wahrscheinlich von dem, wo alles drin war mit dem. Ja. Naja, okay. Das so viel dazu. Genau, über den Merzell haben wir ja vorhin schon gesprochen. Haben wir schon gesprochen gehabt, genau. Ja, guck mal, hier sieht man nochmal das mit dem Griff. Kann sich zeigen lassen. Kann sie auf jeden Fall zeigen lassen, das Ding. Ja, und das sind die News für heute. Also, das war's dann. Ist doch in Ordnung. Ja, machen wir Feierabend. Machen wir Schluss? Machen wir Feierabend. Machen wir heute mal kürzer. Warum denn nicht? Warte mal, ich bin gerade mal gucken. Ob nicht irgendwas Überraschendes noch reingekommen ist, so von wegen, ja. Doch, ich wollte eigentlich am Anfang, aber ich habe es total vergessen zu sagen. Ich habe ja tatsächlich mit dir Guild Wars 2 gespielt. Das wollte ich eigentlich noch erzählen. Haben wir das? Ja, du hast doch am Sonntag in der Silberwüste Champions gemacht und dann den Rankenzone.
Krankenzonen. Stimmt, da warst du. Ich habe gerade überlegt, ja, stimmt, da war irgendwas, aber ich konnte mich gar nicht mehr. Du warst alleine bei dem Chimney unten in der Bresche drin und ich habe gedacht, okay, ich logge ein, ich helfe Dotzi. Und bis ich ankam, warst du schon wieder draußen und der Krankenzonen ist gespawnt. Ja. Und dann haben wir einfach das Event kurz gemacht. Das war mal interessant, wieder zu spielen. Wie gesagt, ich gehe immer wieder noch gerne Silberwüste. Ich bin halt gerade aktuell ein bisschen gezwungen, da reinzugehen. Aber ich finde es gar nicht so nicht wegen Geoden, wegen Banditenwappen. Oh, die Dinger, ja. Geoden sind ja Trockengruppe und Banditenwappen sind eben Silberwüste. Aber ich mache halt die Silberwüste im Vergleich dazu zur Trockengruppe viel, viel lieber, die Silberwüste. Ich finde das nämlich auch super angenehm. Man kann einfach mal sagen, oh, ich gehe jetzt einfach mal 5 Minuten aufs Klo und du so in der Vorbereitungszeit und du verpasst einfach nichts. Anders als zum Beispiel eben Nieselwaldküste, wo du vielleicht, wenn du Glück hast, 3 Minuten Zeit hast zwischen Norden zwischen Nord- und Süd-Event hast, um mal kurz aufs Klo zu rennen. Und wenn du nicht schnell genug bist, verpasst du einiges daran direkt. Deswegen, ich mache das Silberbüste ziemlich gern. Ist halt nicht mehr so super spannend wie früher mal, aber und fällen tut das eigentlich auch nicht mehr. Ich war überrascht, wie schnell es eigentlich war, aber gut, welche Power Creep. Das geht eigentlich relativ flott. Es ist ein bisschen langwierig. Ich finde es auch super. Silberbüste finde ich auch super, wenn du irgendwie noch eine Serie dabei angucken kannst. Das funktioniert super. Ich hätte deinen Stream auch, weil das war indirekt ja auch wie Fantasia. Oh, du Schleimer. Ah, ja gut, mein Wochenende war ja eigentlich bis gestern sehr viel Dragonflight, WoW, dieses Angeln von den Kupfermünzen, um dieses Otter-Reittier Otto zu bekommen. Der ist halt ein blauer Otter. Total knuffig. Oder halt 3 Monate Farm, um Stufe 25 zu bekommen bei den Walrossen, damit ich halt die braune Variante bekomme. Da habe ich mir gedacht, nee, dann sind die was so 70 Kupfermünzen zu angeln mit einer geringen Dropchance deutlich leichter. Und das muss ich halt echt erzählen, weil WoW, Dragonflight fängt jetzt tatsächlich so an, mehr von Guild Wars 2 einfach zu klauen. Du hast halt einfach, es gibt Jagden, wo halt wirklich so wie Meta-Events, wie wir sie kennen. Also da heißt dann, okay, wir brauchen jetzt diese bestimmten Tiere oder geht du der Gegend, dann greifen hier viele Tiere an, verteidigt das Ganze, bis am Ende dann halt ein Boss kommt, wenn man umhaut. Und das erinnert halt absolut an die Meta-Events, die wir haben in Guild Wars 2. Und das macht halt viel her, weil du siehst jetzt wieder mal Spiele in der offenen Welt. Wir sind es ja gewohnt in Guild Wars 2, aber in Final Fantasy siehst du sowas nur Anfang, wenn ein neues Addon rauskommt, weil die Leute dann die ganzen Fates, also diese Events, die es da gibt, auf den Karten machen, weil sie damit die Items bekommen. Aber in der zweiten Woche oder kurz darauf macht es so gut wie kaum. Weil die grinden das durch und ist fertig. Und ist ja bei uns nicht der Fall. Es gibt immer noch Leute, die ständig die Map spielen. Und deswegen ist interessant, da gab es halt so einen Farmspot am Wasser im Angeln, wo man dann Haie rausziehen muss. Wenn man Angeln ein bisschen höher skillt, kriegt man eine Harpune, wo man dann ein Seil hat, muss man zurückziehen und diesen Special Action Key drücken, wie es in Guild Wars ist. Damit man den Hai an Land ziehen kann, weil dann stirbt er direkt. So, und dann habe ich mich mit dem LFG angemeldet, weil da gab es halt wirklich Leute, die Münzen gesammelt haben oder auch allgemein diese ganzen Materialien, weil es ist so ein Goldfarm-Spot. Und dann standen so 30 Leute da auf diesem Haufen, haben die ganze Zeit Harpunen gemacht und da sind nur Haie gespawnt. Und das habe ich 2 Stunden lang durchgegrindet am Sonntag. Das war schon ein Event, weil sowas bin ich nicht gewohnt von dem Spiel. Das war so krass. Ja, ich habe mal das Multiplayer im MMO-K wieder kennengelernt. Dass auch andere Spieler unterwegs sind. Das ist halt interessant, weil das war ja lange Zeit nicht mehr der Fall, außer du gehst in die Hauptstädte rein. Und bei uns ist es ja ständig, so wie bei dir in der Silberwüste am Sonntag oder die neuen Meta-Events. Ja, war schön, war interessant. Dazu mehr. Gut. Okay. Hast du noch eine Anekdote, die schön war? Nein. Ja, ich habe die Woche zum ersten Mal Wing 4 alle CMs gemacht. Oh, wirklich? Das sind, ja. Ich habe da noch nie die letzten 2, Samarok und Deimos, habe ich noch nie im CM gemacht. Mhm. Und habe die Woche, war ich in einem sehr bösen Public-Gruppen drin gewesen.
Wo ich letzten Wochen auch ziemlich viel Pech gehabt habe, weil ich immer bei Wing 1 gibt's ja, ist der letzte Boss, Sabeta. Da habe ich die letzte Zeit immer extrem Fluch gehabt, dass ich die nie hingelegt habe mit Publix. Dass ich ja wirklich mehrere Stunden, mehrere Tage versucht habe, bis ich immer hingelegt habe. Und diese Woche dann eben eine Public gefunden, wo ich auch noch dann eine gefunden habe, mit der ich früher relativ viel auch regelmäßig created habe, was ganz witzig war. Und dann haben wir Wing 1 bis 4 durchgerannt und Wing 4 im einmal kompletten CM. Ich habe vorher noch nie Deimos und Samarok, das sind eben die zwei letzten Bosse, im CM gemacht. Habe ich noch nie vorher gemacht, habe ich dann erledigt. Und das waren, glaube ich, insgesamt bestimmt, müssten bestimmt an die 75 Erfolgspunkte gewesen sein oder sowas. die ich damit dann gemacht habe. Weil du machst dann wirklich mehrere Erfolge gleichzeitig damit einfach fertig. Das hat sich echt, also Erfolgspunkte technisch hat sich es gelohnt. Damit bin ich jetzt bei 39.500, habe die jetzt überschritten und 40.000 ja, habe ich, das sind so die Erfolgspunkte, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Sieht nicht unrealistisch aus. Ich habe vor Mitte des Jahres schon die 39.500 erreicht. Und ich habe ja mit 39.000 bin ich ins neue Jahr gelandet und es sieht gut aus nach meinem Jahresziel mit den 40.000 Erfolgspunkten. Danach könnte ich mich dann in Ruhe zur Ruhe setzen, glaube ich. Gut aus. Also, bin ich überrascht. Auch wenn ich jetzt Super Adventure Box gucke, da sind auch so ein paar Erfolge, die werden auch nochmal einige Erfolgspunkte nochmal mitbringen. Das ist geil. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viele Dailies wieder machen. Ja, mach das. Schauen wir mal. Mach doch mal zu deinen GIFs mal bitte noch einen Hintergrund und pack das mal auf Giphy oder sowas, damit ich das dann auch schön in Discord und so weiter als GIF verwenden kann. Nö. Doch. Wie will ich das? Dann kann ich es ja gar nicht verwenden. Nö. Ich könnte dir auch so geben, aber ja. Gut. Ja, ist doch schön. Dann deinen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. So, Zem, ja, das ist etwas, was ich schon nicht mag. Es ist nicht so schwer tatsächlich. Also kannst ja auch spielen. Ich habe keine Erklärung bekommen. Ich habe tatsächlich unseren, kann ich jedem empfehlen, auf guildness.de bin ich gegangen. Da gibt es einen Punkt Guides und da gibt es einen Unterpunkt Raids. Dann findet ihr alle Raids, und zwar im Grunde alle Raid-Guides, die vorher bei triffen.ch waren. Die sind nämlich jetzt bei uns jetzt. Und habe die mir eben kurz durchgelesen. Da sind nämlich auch Erklärungen auch zu den Herausforderungsmodi drin. Und das war alles, was ich benötigt habe, um die dann hinzukriegen im Grunde. Um zu wissen, was da eigentlich vor sich geht. Und ansonsten muss man sagen, ich habe auch eine echt gute Gruppe gehabt, die auch wusste, was Sache ist. Und ich habe einfach nicht die Fehler gemacht, die meisten machen, wenn nicht Herausforderungsmodus ist. Die habe ich einfach nicht gemacht und dann ist das eigentlich schon ein ziemlich sicheres Kill bei der ganzen Geschichte. Ja, wenn du einfach nicht stirbst und gut spielst. Ja, man muss einfach nur gut spielen, das ist der Trick. Ja, richtig, easy. Einfach gut spielen. Einfach gut spielen. Schlechte Spieler hassen diesen Trick. Einfach gut spielen. Müssen wir als Thumbnail machen, oder? Also, es klingt halt schon sehr toxisch eigentlich. Ja, geht gut, ne? Ja. Hast du verinnerlicht, okay. Geht gut, Genau, wenn ich programmiere, da gibt es auch das Programm Git, was man als Programmierer benutzt, da gebe ich immer Git Commit, Git Push, Git Good ein, ja. Naja, gut. Ansonsten, wenn euch noch mehr von diesen Off-Topic-Themen interessieren oder einfach mal live sehen wollt, was da so abgeht, könnt ihr einfach mal auf twitch.tv/guildness vorbeischauen, wo mir diesen Donnerstag live jeden Donnerstag live um 19 Uhr aufnehmen. Und ihr könnt auch natürlich am Sonntag zwischen 8 und 12 Uhr vorbeischauen, wo ich in der Regel streame. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie fit ich nächsten Sonntag bin. Und den Sonntag darauf haben wir schon wieder Ostersonntag, kann das sein? Der 2. April schon wieder Ostersonntag? Ja, ist richtig. Habe ich eine Woche Urlaub. Yay. Ja, da bin ich tatsächlich nicht da. Ostersonntag? Nee, warte mal, das ist Palmsonntag, da bin ich da. Der 9. April guck mal hier, der 9. April ist Ostersonntag. Ich kriege die Wochen durcheinander.
Ansonsten, da kann man immer wieder vorbeischauen. Ansonsten auch mal auf Twitter vorbeigucken, da sind wir vertreten. Facebook, auf Discord sind wir auch vertreten. Wir haben auch übrigens eine Webseite, kann man auch mal erwähnt haben. Wir haben eine Webseite, die ist 10 Jahre alt. Man könnte also fast sagen, wir waren bei der Erschaffung des Internets live dabei. www.outetübrigens.de. Ansonsten würden wir uns auch super freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst. Das könnt zum Podcast könnt ihr auf guildness.de tun. Das könnt ihr aber auch unter dem Podcast auf YouTube machen, wo wir übrigens auch vertreten sind. By the way. Ja, danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Mitmachen im Chat. Obwohl der Podcast war in Ordnung für euch. Hoffen wir mal, dass die Super Adventure Box irgendwas Neues bringt. Ja, neue Skins auf jeden Fall. Wir haben ja schon gesehen, die neue Belagerungsschildkröte. Ich freue mich drauf. Ja, die will ich dann 10 Videos kaufen, dann will ich ein Video darüber machen. Nee. Nee, alles klar. Nee. Gut. Ja, schauen wir einfach mal, wie es wird nächste Woche und dann reden wir über die Änderungen, über vielleicht eine Weltreihe oder was auch immer und über Welt 2.5. 2.89. ich glaube, das wird halt auch noch so ein Joke wie bei Valve, wo es Half-Life 2 und Portal 2 und Dota 2 gibt, aber halt nichts mit der Zahl 3. Super Adventure Box Source oder dann so jetzt, weiter. Jetzt muss man sich vorstellen, wir kriegen Counter-Strike 2. Nach 1.6 und so. Okay. Nicht 3 oder sonst was. Nein, Counter-Strike 2. Ja, gut, so viel dazu. Ja, nach der 1 kommt die 2. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit Zählen ist, aber so ist halt in der Mathematik. Es gibt tatsächlich so ein Video, wo Gabe Newell bis 3 zählen soll und dann sagt er more than 2 oder sowas statt 3. Ja gut, wenigstens kann er drüber lachen. More than 2 and less as 4 oder sowas sagt er dann. Ja, streng genommen gibt es ja schon. Aber gut, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche, habt viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche. Servus und Baba.